erste größere Auslandsreise nach Prag in Tschechien und zwar ganz bewusst gewählt, weil die Beziehung zu den östlichen Nachbarn mir sehr, sehr wichtig ist. Ich hatte das Gespräch mit dem tschechischen Außenminister und wir sind uns einig, dass wir die Beziehung intensivieren wollen, dass wir gerade nach der Corona-Pandemie durchstarten wollen, um hier noch einiges auf den Weg zu bringen im Bereich Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung. Und es gibt einige Felder, die wir gemeinsam bearbeiten wollen. Bei den Gesprächen die letzten beiden Tage war sehr viel positive Resonanz zu spüren und man hat auch gemerkt, wie wichtig dieser Austausch ist. Gerade auch nach 1,5 Jahren Pandemie, wo eben vieles auch Trennendes war, wo wir eben wieder Grenzen gespürt haben, es Testmöglichkeiten gebraucht hat und. Es ist umso wichtiger, das Verbindende wieder in den Vordergrund zu stellen. Und dieser Austausch ist dabei enorm wichtig. Wir werden im November ja die bayerisch-tschechische Regierungskommission haben, die gemeinsam tagt. Und davor werden wir aber auch ganz bewusst die kommunale Ebene im Grenzland mitnehmen wollen, dass die Ideen, die dort sind, auch mit aufgenommen werden können. Ich hatte zudem die Chance, mit der Europastaatssekretärin zu sprechen. Und in Europa ist gerade das Thema Klimaschutz ja ein enorm wichtiges. Für uns beide ist dabei entscheidend, dass wir den Klimaschutz, die Ziele brauchen. Und dass dabei aber auch notwendig ist, die Bürger mitzunehmen und die Firmen auch mitzunehmen. Dass es eben Ökonomie und Ökologie gemeinsam gedacht werden muss. Dabei werden wir auch gemeinsam weiterhin arbeiten. Es war auch sehr spannend, aus erster Hand zu erfahren, was für Ideen für die EU-Ratspräsidentschaft von Tschechien 2022 angedacht sind. Auch hier sind viele Gemeinsamkeiten erkennbar.